wie geht man konkret an den Gebäudebestand ran? Und am Beispiel eines Projektes südlich von Karlsruhe im Rheingraben, wo zwei Schulen saniert bzw. neu errichtet wurden, stellt uns nun Werner Wenter das wärmebrückenfreie Fassadenanker vor, die von Schöck entwickelt sind und die dort zum Einsatz gekommen sind. Und damit wollen wir wieder zurückgehen in sozusagen das Detail oder in die Praxis und mal hören, wie kann man so etwas konkret umsetzen. Herzlich willkommen, Herr Wenter. Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. Danke auch für den sehr beeindruckenden Vortrag, Herr Barthold. Hier sehen wir, was für eine immense Anzahl an Gebäude angepackt werden müssen, saniert werden müssen. Und wenn wir wieder ins Detail reingehen, dann kann vielleicht der Anker, den ich mitgebracht habe, eine ganz interessante Sache sein. Ich teile mal meinen Bildschirm. So, ist vielleicht zu sehen? Ja, Ihr Bildschirm ist zu sehen. Wunderbar. Also mein Titel steht hier vorgehängt in der Lüftete Fassaden der Hans-Thomas-Schulen. Ganz interessant, unweit voneinander sind zwei im Rheiniert bzw. gebaut worden, die beide den gleichen Namen haben, aber die Schulen haben nichts miteinander zu tun. Mein Name, wie schon gesagt, Werner Fenter, hier auch meine Kontaktdaten. Wenn Sie hinterher den Vortrag gerne hätten, dann dürfen Sie mich da gerne drauf ansprechen. Wir starten mit einem Sanierungsprojekt, weil das ja auch das Thema ist heute, mit der Hans-Thomas-Schule in Malsch. Das ist ein Teil des Gebäudekomplexes, ein Neubau, wo man hier sieht, mit einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassade. Das ist der Mensa- und Eingangsbereich und hinten dran ein bestehendes Schulgebäude, was saniert wurde. Das Volumen waren ca. 8 Millionen und wurde vom Architekturbüro Weindel verantwortet. Die Fassadenausführung hat die Firma Dach- und Wandsysteme oder Wandmontage auch hier unweit gemacht. Der hintere Trakt, ein Foto von Dach und Wand, zeigt im Prinzip die Schulsäle und den Altbestand aus, ich meine, den 60er Jahren. Wir haben hier ein starkes Skelettbau, der ausgefacht ist mit einem Betonelement, das wiederum mit dem Verblendmauerwerk vorne dran ist. Also es ist ein nicht tragendes Mauerwerk, es ist eine Verblendschalung und hinten dran ein 10 cm lange Betonschale. Und die Frage war nun, wie kommen wir mit einer hinterlüfteten Fassade hier vorne drauf, energetisch saniert, damit es auch funktioniert. Diese Betonanker, die tatsächlich alles nicht wirklich gedämmt und da musste energetisch was gemacht werden. Das ist der Fassadenplan, den sich der Architekt so vorgestellt hat. Das ist eine Faserzementplatte, die hier auch mit unterschiedlichen, leicht unterschiedlichen Farben angelegt wird, sodass das Ganze ein bisschen nett war. Und die Aufgabe, die wir zu lösen hatten, war jetzt im Prinzip den Bestand so zu lassen, auch das zweischalige Mauerwerk zu lassen und mit einem wärmebrückenfreien oder rechnerisch wärmebrückenfreien zugelassenen Anker die Fassade vorne dran an den Bestand zu bringen. Das erzähle ich gleich noch was dazu. Wir nennen den Anker Isolink und der wird im Prinzip, so wie man das gelbe Gewinde sieht, das ist ein Faserverbundwerkstoff aus Glas, Glasfaserverbundwerkstoff, wird wie ein Verbunddübel in den Untergrund, das ist die Nummer 5, eingebohrt mit einem Chemiedübelkleber, wird es im Prinzip dann eingeklebt und die Wärmedämmung kann oben drüber gesteckt werden und auf der linken Seite, die Nummer 6, ist ein Aluminiumflügeladapter, der dann die Unterkonstruktion für die Bekleidung befestigt. Hier in diesem Fall war es also so, dass die 100 mm tragende Betonwand, in die wir verankern konnten, das konnte mit dem Anker eingebohrt werden, 50 mm tiefe Bohrlöcher, 40 mm Verankerungstiefe haben ausgereicht, um die Lasten zu verankern. Und dann haben wir blauen Bereich, Verbindmauerwerk, in dem durften wir nicht verankern. Später kamen dann 18 cm mineralische Dämmung drauf. Wir sehen einen 52 mm in der Lüftungsspalt und die 8 mm Equitone, die dann genietet wurde auf diese Aluminiumprofile. Und die Last von den Fassadenplatten, also von der Equitone,
bis hin in die tragende Betonwand wurde ausschließlich über diesen Isolink übertragen. So sieht es auf der Baustelle dann aus. War ein ergänzendes Teil vorne, wo wir die Betonwand direkt sehen. Da ist natürlich das Bohren wunderbar. Im hinteren Bereich die zwei Anker. Da sieht man, dass durch diese Verblendmauerwerk einfach durchgebohrt wurde, im hinteren Teil verankert und diese als nicht tragend auch gerechnet wurde, statisch. Hier sieht man mal einen relativ weiten Bauvorschritt schon. Der linke Teil ist schon fertig mit der Bekleidung und der hintere Teil, der ist gerade noch der Ausführung gewesen zum Zeitpunkt, wo ich das Foto gemacht habe. Sieht eigentlich ganz vernünftig aus. An dem zweiten Beispiel, was ich mitgebracht habe, da möchte ich ein bisschen mehr über die Wärmedämmung und die punktuelle Wärmebrücken angehen. Das ist wiederum die Hans-Thoma-Schule, aber jetzt eine Grundschule in Rastatt. Da ging es um 1500 Quadratmeter, die auf einer Putzträgerplatte sind, hier im vorderen Bereich. Das ist tatsächlich ein Neubau. Und der hintere Bereich, den gucken wir uns genauer jetzt an. Das ist eine Mensa oder ein Speisesaal, der mit einer HPL-Platte, mit einer Trespa-Fassade belegt wurde. Und wenn wir uns mal diese Fassadenecke hier mal im Schnitt und in der Zeichnung angucken, dann sehen wir, das sind ungefähr 24 Quadratmeter, die ich hier rausgenommen habe. Und auch wieder exakt gleich wie bei der Hans-Thoma-Schule in Nur wir haben zwei verschiedene Typen, einen etwas dickeren Durchmesser 20 für die Aufnahme des Eigengewichtes der Platte und der Fassade und dann die Gleitpunkte mit dem Durchmesser 12. Insgesamt 60 Anker auf die 24 Quadratmeter, also 2,5 Fassadenanker pro Quadratmeter. Das ist so in der Regel das Minimum, was wir haben, meistens so 2,5 bis 3,5 Anker pro Quadratmeter, je nach Ausführung und Fugenbild. Darüber kam in diesem Fall jetzt eine 200 mm mineralische Dämmung mit einer Wärmeleitgruppe von 0,35. Jetzt ging es um die punktuelle Wärmebrücken, die ja nach DIN EN 6946 berechnet werden müssen. Und das ist ein additiver Ansatz aus dem Wert U0 aus der ungestörten Wand und einen additiven Aufschlag, wie ich schon gesagt habe, über den punktuellen Wärmeverlust aus diesen Wandaltern. Das Schöne ist, dass in der 6946 tatsächlich drinsteht, wenn der Delta-U-Wert, also der Wert aus der Wärmebrückenzuschlag, der punktuellen Wärmebrücken, wenn der kleiner ist als 3%, dann kann er in der Rechenungenauigkeit auch gekleckert werden. Was das Da haben wir unterschiedliche Materialien für so eine Befestigung von hinterlüfteten Fassaden. Ich habe gerade eben den Isolink gezeigt, der besteht aus dem Werkstoff Comba, ein Faserverbundwerkstoff, Glasfaser GFK, der eine relativ hohe Zugfestigkeit hat, also über 1000 Newton pro Quadratmillimeter Zugfestigkeit. Da sind wir doppelt so fest wie Stahl, also Betonstahl hat 550. Wenn wir rechts in Aluminium gucken, was ja auch im erlüfteten Bereich gerne genommen wird, da sind wir bei 215 Newton pro Quadratmillimeter schon vergleichsweise klein. Der E-Modul von Comba ist bei 60.000 Newton pro Quadratmillimeter ungefähr auf dem gleichen Niveau wie Aluminium und um ein Drittel ungefähr von dem oder ein Viertel von Edelstahl. Was aber hier besonders wichtig ist die Wärmeleitfähigkeit der Materialien. Und da sieht man, dass der GFK mit 0,7 Watt pro Meter Kelvin fast ein Isolator ist. Im Vergleich zum Edelstahl bei 15 bis 17 Watt pro Meter Kelvin, beziehungsweise Aluminium 160 bis 220 Watt pro Meter Kelvin. Also der Vergleich zwischen Comba und Aluminium, da sind wir ungefähr 300 Mal besser, was die Wärmedämmeigenschaften angeht, oder Aluminium ist einfach 300 Mal besser, schlechter. Wissen wir alle, jeder Prozessor in unserem Computer, der sitzt auf dem Aluminiumblock, weil der einfach idealerweise die Wärme ableitet
Und tatsächlich ist es so, dass in den Unterkonstruktionen nach wie vor Wandhalter aus Aluminium eingebaut werden, was oft auf Unwissenheit zurückzuführen ist. Das sieht man auch wunderbar in den Isothermen, wenn man das mal grafisch darstellt. Und ich habe jetzt einfach nur mal die Anker oben drüber gezeichnet, dass man besser, dass man sie besser sieht. Also die Farbverläufe bei den Isothermen von Comba sind fast nicht wahrnehmbar. Beim Edelstahl sieht man sie schon deutlich und beim Aluminium, da sieht man also, dass die Temperaturverzerrung durch diese Wandhalter nicht zu vernachlässigen sind. Die punktuellen Wärmebrücken oder der Skiwert, der ist in der Zulassung, in der beaufsichtigten Zulassung geregelt. Die findet man in Tabelle 6. Da freut sich jeder Bauphysiker, jede Bauphysikerin darüber, weil da kann man direkt mitarbeiten. Wenn ich jetzt mal hier reingehe bei der Wärmeleitgruppe 03 bis 04, wir haben die zusammengefasst, weil die Nachkommastellen dann einfach nicht mehr Sinn machen. Und die 200 mm Wärmedämmung, die wir hier in der Schule in Raschstadt hatten, dann ist der punktuelle Wärmebrückeneinfluss bei 0,0004, also in der vierten Nachkommastelle beim Gleitpunkt, beziehungsweise in der dritten Nachkommastelle beim D20 beim Festpunkt. Und das ist im Vergleich zu anderen Wärmebrücken dann eben um die, ich sag mal, je nachdem, wie die Geometrie ausgeformt ist, 200 Mal geringer als jetzt hier bei diesem Wasserverbundwerkstoff. Und deswegen sind wir auch vom Passivhausinstitut mit der als zertifizierte Komponente PAA Plus für diesen Anker zertifiziert. Und was auch schön ist, und da kann man ein bisschen drauf hingucken, es gibt viele Klassifizierungen vom Passivhausinstitut und die älteren, die haben einfach nur den Anker an sich bewertet. Die neuere Klassifizierung mit den Effizienzklassen ist so, dass im Prinzip eine Grundstatik gemacht werden muss, anhand deren unterschiedliche Gewichte oder Fassadenbekleidungen angehängt werden. Und auch da sind wir bei allen Lastklassen bis hin zur Steinfassade, sind wir in der Effizienzklasse PAA+. Jetzt genau an dem Beispiel nochmal. Wir haben eben diese 200 mm Wärmedämmung, wie beschrieben in Malsch, und die 2,5 Wandhaltern, da haben wir einen U0-Wert von 0,164 und einen Delta-U-Wert beim Isolink von den 0,0011. Das ist 0,6%. Würde bedeuten, nach der pauschalen Berechnung kann ich das vernachlässigen. Würde ich Edelstahl nehmen, müsste, um auf den gleichen U-Wert zu kommen, auf die 0,165, müsste ich schon 28 cm Dämmung draufpacken, weil eben der Einfluss der Wärmebrücken durch die Wandhalter bei 36% ist und nicht zu vernachlässigen ist, wenn ich die Aluminiumwandhalter, die üblichen, die wir die letzten 20 Jahre genommen haben, dann müsste ich 60 cm Wärmedämmung drauf machen, um überhaupt den U-Wert ranzukommen. Und da sieht man, dass das Rechenbeispiel einigermaßen dumm ist oder sinnlos ist. Aber was nicht sinnlos ist, ist doch die immense, der immense Einfluss der punktuellen Wärmebrücken. Und da reicht in der Regel, nee, da reicht nicht in der Regel, da reicht rechnerisch ein Einmusstopp, den wir unten drunter legen, nicht, weil der ist hier mit in der Kalkulation berücksichtigt. Ja. Hier nochmal der Anker, wie er da ist. Er ist seit 2018 vom DIBT beaufsichtigt zugelassen für eine Abstandsdruck für alles Mögliche. Er ist 100% Glasfaserverbundwerkstoff und die Edelstahlschraube, die vorne drin ist, die ungefähr 40 in den Faserverbundwerkstoff rein. Der geht also nicht durch, ist drin verankert. Und wird mit einem ganz normalen Verbundmörtel im Untergrund, das kann Beton sein, das kann Mauerwerk sein, unterschiedliche Lochsteine, dann gibt es eine Siebhülse dazu, verankert werden. Ich darf zusammenfassen, wir haben an zwei unterschiedlichen Schulen mit dem gleichen Namen, aber zwei völlig unterschiedliche Ansätze, ein Anker eingesetzt, der für die Unterkonstruktion von der vorgehängten hinterlüfteten Fassade diente. In der
Malcher Schule war es eben der Montagevorteil, dass ich diese nicht tragende Verblendmauerwerksschicht nicht runterreißen musste, entsorgen musste. Nebenbei bemerkt, ist das an der Schule in Osnabrück, da habe ich letztes Jahr drüber referiert, an gleicher Stelle, wo wir durch ein bestehendes Wärmedämmverbundsystem den Anker gesetzt haben und auch mit einer Faserzement ergänzt wurde. Also das ist möglich, weil es einfach ein wirtschaftlicher Vorteil ist und viel schneller montiert werden kann und gleichzeitig wärmeprotektiv ist. Die zweite Schule in Rastatt, da ging es primär um den U-Effektivwert, der kleiner als 0,165 sein sollte. Und das war mit einer 20er Mineralwolle nur möglich, wenn eben diese punktuellen Wärmebrücken für die Befestigung keine Rolle spielen. Und da ist dieser Isolink tatsächlich aktuell das einzigste Produkt, was auf dem Markt verfügbar ist und eine beaufsichtliche Zulassung hat. Ja, das war von meiner Seite im schnellen Galopp die Vorstellung der zwei Schulen und ich bin sehr für Fragen offen. Ja, vielen Dank, Herr Wendler. Was ich auch wieder feststelle, ist, dass jetzt zunehmend Glasfaser auch Einzug hält, glaube ich, in die Entwicklung von Baustoffen. Ich erinnere mich an einen Vortrag, an ein Konzept, das wir mal im IKZB vor kurzem vorgestellt hatten, mit Glasfaserbeton statt Stahlbeton. Sie sind jetzt ja auch in dieser Richtung quasi richtig eingestiegen. Da kommt auch gleich folgerichtig die Frage dazu, wie ist denn das mit den Kosten der Kostenentwicklung eigentlich gegenüber dem reinen Edelstahlsystem? Ja, also wir sind tatsächlich ungefähr preisgleich bis zum Teil sogar günstiger als die reinen Edelstahlsysteme. Also Edelstahlsysteme, wenn ich nur an den Wandhalter denke, ja, da sind wir preisgleich. Wenn ich an den Aluminiumwandhalter denke und vergleiche einen Anker gegen einen Wandhalter, dann kosten wir bestimmt 3-4-fache mehr. Aber wenn ich an 600 mm Wärmedämmung denke und an 200 mm denke, dann ist diese Rechnung einfach sinnlos. Also man kann tatsächlich Kosten sparen, wenn wir die Fassade uns angucken, weil die Aufbau geringer wird und in der Regel gegenüber aller Edelstahlwandhalter mindestens 2 bis 4, manchmal sogar 6 Zentimeter, je nachdem wie schwer die ist, der Dämmung sparen und dann sind wir immer günstiger. Ja, ich sehe gerade so richtig Fragen. Produktmanagement, aber ist so. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich Ihnen dazwischen gesprochen. Das kam hier zeitversetzt an. Ja, ist einfach so, der Switch von einem metallischen auf ein Isolink-System ist definitiv nicht teurer. Ja, vielleicht können wir ja auch die Fragen, die kommen, gleich noch in die nachfolgende Kommunikationsebene verlagern, wenn wir auf WonderMe vielleicht reingehen an der Stelle. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für die Vorstellung und Ihnen, meine Damen und Herren, würde ich gerne noch die Bitte äußern, schreiben Sie uns ruhig in den Feedbackbogen auch rein, wie Sie das finden, dass wir diese Veranstaltung so etwas mehr gemischt haben und gesagt haben, wir gehen zum Beispiel am Thema Bestand ran und berichten über das Große und zwischendurch auch wieder über das Detail. Wir wechseln sozusagen immer wieder die Maßstäbe, um alles auch entsprechend so fortzuführen und teilen das nicht auf in verschiedene Veranstaltungen. Währenddessen haben Sie natürlich jetzt auch die Möglichkeit, nochmal die eine oder andere Frage reinzubringen. Ich habe gerade noch eine bekommen. Der 20er Dübel kostet um die 10 Euro. Wenn ich stattdessen einen Steiko-Stiegträger verwende, komme ich auf einen ähnlichen Quadratmeterpreis, schreibt uns Till Ratzeburg an der Stelle. Das Vergleichsprodukt habe ich nicht gehört. Was war das? Der 20er Dübel kostet uns 10 Euro, schreibt er. Wenn ich stattdessen einen Steiko-Dübel verwende, ja, komme ich auf einen ähnlichen Quadratmeterpreis. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Ja,